Ulala. Ulala. Jetzt weiß keiner von uns, haben Sie diesen Fehler eben gesendet oder haben Sie den nur für uns gemacht? Wahrscheinlich für uns. Wahrscheinlich war es nur für uns. Ja, herzlich willkommen. After Dark steht hier auch. Ah, ja. Natürlich heute nicht After Dark. Sondern ein Spiel, das wir heute, obwohl es auch jetzt mittlerweile da dunkel wird, ist schon 9 Uhr, 9 PM, Contradiction, ein Spiel, was wir heute fertig spielen werden, oder? Ich hoffe. Ich glaube, man kann so sagen, also, heute geht's bis zum Ende. Bis 23 Uhr Zeit, ich glaube, das ist machbar. Das sind 4 Stunden, die haben länger gebraucht, um das Spiel zu entwickeln, oder nicht viel länger, meine ich. Insofern sollten wir das schaffen. Ja, wir live aus Hamburg, ne? Muss ich auch sagen. Erstmal. Ach so, ja, wir sind nicht auf der Dreamhack, wir haben richtige Jobs. Wir sind arbeiten gegangen. Wir sind weiter hier und halten die Flagge hoch. Wir haben auch schon heute den ganzen Tag Videos produziert. Also ich, du hast hier 5 Stunden gesessen, glaube ich, ne? Oder noch länger? Ja. Ach, ich sitze hier immer. Ich bin die Couch. Das ist ganz geil, bei dieser Couch, wenn man so aufsteht und länger hier gesessen hat, dann macht er so... Ja, wirklich. Auch der Kaffee, den ich mir immer hinstelle, der friert hier immer fest. Ich glaube, wenn du hier... Verschmilzt mit der Couch. Wenn du hier wirklich über 10 Stunden sitzt, bist du, glaube ich, in der Couch schon verschwunden wahrscheinlich. Reingemorpht. Ja, wir haben schon viel aufgenommen. Das kommt aber nächste Woche. Es war Borderlands, Resident Evil Zero und sogar noch ein bisschen Subnautica für Seamonster. Ach, cool. Jetzt aber 4 Stunden Programm mit Contradiction. Ja. Habt ihr euch selbst eingebrochen, Simon und Gunnar? Haben wir einen Plan, wenn wir hier nach einer Stunde fertig sind? Ja, dann gehen wir rüber nach. zum Pokern, wo Schröckert. Also, ich wette, dass die Leute lieber jetzt den Schröckert gerne beim Gewinnen zusehen würden, als uns beim Spielen. Aber gut, man muss ja. Ich hab's hier nebenbei mal laufen und dann halten wir euch auf dem Laufenden, was Schröckert für Karten hat. Genau, ihr könnt aber ja auch beide Twitch-Streams parallel euch angucken. Genau. Den Pokerstream müsst ihr einfach leise machen. So, ja. So, was ist passiert? Du wolltest mich gerade eben fragen nach einer Zusammenfassung. Ich weiß schon wieder nicht genau, was als letztes passiert ist. Also ich kann dir eine Zusammenfassung geben. Wir waren bei 50% ungefähr und hatten den Fall ziemlich in der Tasche. Und dann haben die aber den PC, auf dem wir gespeichert haben, zu Dreamhack mitgenommen, haben den komplett flach gemacht, ohne sich eine Sekunde drüber nachzudenken, ob wir den vielleicht noch brauchen, und haben unsere gesamten Spielstände gelöscht. Heute Morgen wurde das Tim mehr oder weniger bekannt gemacht und dann hat sich der arme Tim unten in den Keller gesetzt und hat das Scheißspiel bis hierhin gespielt. Also der hat jetzt hier 4 Stunden lang seiner wertvollen Lebenszeit, die er nie wieder zurückkriegt, vergeudet. Für einen nur damit wir es nicht merken, dass wir an der gleichen Stelle stehen. Waren wir wahrscheinlich auch in dem gleichen Haus wahrscheinlich. Ich glaube, das war dieselbe Stelle. Es sieht alles immer gleich aus hier. Zusammenfassen kann ich nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Wir haben eine neue Frau getroffen letztes Mal. Lisa, war das die? Diese Verrückte. Oh, die gucken wir uns kurz nochmal an. Ich glaube, wir müssen den Ton vom Fernseher. Haben keinen Ton. Vom Fernseher musst du einfach, glaube ich. Nee, der Fernseher hat Ton. Okay. Okay, Moment. Click to exit. Dann klicken wir nochmal. Dann exitieren wir. Und hier den Ton an. Wer stellt denn bitte den Ton auf komplett lautlos? Lautlos ist auch schon mal falsch. Genau, wir müssen Ja, gut. Jetzt haben wir aber keinen jetzt Ton haben wir leider. Den Ton nur. Gut, dann muss ich Contradiction. Oh, vielleicht sollten wir vorher nochmal abspeichern. Haben wir denn gespeichert? Nee, ich glaube, wir dürfen es nicht ausmachen, hat irgendjemand gesagt. Das kann nur nicht sein. Weil die so ein Speicherproblem auch haben bei Contradiction. Jetzt ernsthaft? Aber wir haben doch. Okay, wir haben jetzt halt keinen Ton, ne? Deswegen können wir es dann nicht spielen. Wir müssen hier kurz. Wir haben das eben ganz schnell den Rechner gewechselt, während ihr in der Werbung wart. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen verwirrt. Ich glaube, man muss einfach nur speichern. Okay, versuch mal. Game saved. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben einfach beim Speichern lokal gespeichert und haben das nie geändert. Okay. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Hier, current game saved locally, steht ja sogar. So, jetzt müssen wir das alles nochmal einstellen. Coming soon stand auch. Ja. So, was machen wir jetzt? Warum haben Ich glaube, der da unten ist es doch bestimmt, oder? Die Regie muss uns jetzt sagen, ob wir Ton haben. Ob wir Ton. Leider nicht. Ja, gut. Haben wir denn. Dann gucke ich doch schon mal, was Schröckert beim Pokern gerade macht. Ja, es tut uns leid, aber wir haben hier wirklich mit heißer Nadel den ganzen Shit organisiert. Ist halt doof, wenn es dann nicht perfekt klappt. Du schaust mal bitte jetzt bei Schröckert rein und ich muss neu starten. Ja, er hat gerade. Die Leute, die jetzt hierher gerannt kommen, die brauchen gar nicht mehr kommen. Lass es gut sein. Wir kriegen das alleine hin, glaube ich. Ja, was bringst du denn jetzt? Wir können es jetzt nicht ändern. Du kannst jetzt auch nicht mehr machen, als das Ding neu starten. Du machst es nur noch schlimmer, Eduard. Lass es doch. Das ist nicht gut, was du machst.
Du nimmst, das Licht soll vielleicht leuchten. Das ist vielleicht die Aufgabe des Lichtes. Licht leuchtet gerne mal. Naja, ja. Also wir haben aber ja noch genug Zeit, genau, den Fall zu lösen heute. Wir machen es ganz entspannt. Ob wir es wirklich schaffen, wissen wir noch nicht. Vielleicht verlaufen wir uns auch ein bisschen. Wir sind ja auch jetzt nicht die klügsten Detektive bis jetzt gewesen. Nee, wir waren nicht so klug. Dann lass doch mal jetzt, während der Eduard hier Panik kriegt und ein bisschen um uns rumrotiert, lass uns doch mal resümieren, was passiert ist. Hör jetzt auf, Poker zu gucken. Dankeschön. Was auch passiert ist, dass ich gerade meinen Flaschenöffner bekommen habe, weil ich habe mir extra Wein für uns beide gekauft. Ja, ich trinke leider nicht mehr. Hm? Das ist ein Korkenzieher. Korkenzieher, kein Flaschenöffner. Nein, das ist der Rechner. Was du da gerade siehst, ist das die Start-up-Sequenz vom Rechner. Du trinkst gar nicht mehr. Ich eigentlich auch nicht mehr so viel. Ich habe seit 3 Wochen nicht getrunken. Nein, jetzt ernsthaft? Ja. Du seit 3 Wochen keinen Alkohol mehr angerührt? Respekt, dann soll ich jetzt für heute nicht damit anfangen. Ich dachte, für Contradiction wäre es ganz nett, wenn wir uns einen kleinen Wein aufmachen dazu. Weil es so passend ist, so Detektivarbeit, ja, das verbinde ich irgendwie mit Whisky und Wein. Also ein Glas, das obligatorische von Doktoren empfohlene ein Glas Wein würde ich mir auf jeden Fall noch geben. Aber ich, bei 4 Stunden habe ich schon so eine grobe Idee, wie das dann aussieht, wenn wir hier Ich habe nur eine Flasche mitgebracht. Okay. Was mich gefragt, was mich verwundert, jetzt brauchen wir, das ist interessant, du hast krieg das ja nicht mehr ganz kurz. Jetzt braucht der Rechner gerade Daniel Budimanns Passwort. Jetzt ist es wahrscheinlich einfach ein Enter. Enter drücken einfach nur vielleicht. Was könnte rauchen vielleicht? Nee, ich glaube, das hat irgendwas mit seinen Kindern zu tun. Wie heißen seine Kinder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Die haben, glaube ich, beide Kindernamen hintereinander oder irgendwie. So, irgendwie so ist sein Passwort. Das wäre ja sehr geschickt. Auch bei seiner E-Mail übrigens. Das ist auch das Passwort, genauso wie hier. Nein, Quatsch. Ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist. Weil unser E-Mail-Konto ist nicht so schwer zu hacken, ja? Nein, Quatsch. Okay, was wollten wir? Genau, wir wollten, während die Leute hier weiter ausrasten, euch zusammenfassen, was passiert ist. Ein Mord ist passiert. Ein Mord ist passiert einem Jahr? Nee, jetzt ein aktueller Mord. Vor einem Jahr war ein Selbstmord, der aber im Kontext steht. Der auch nicht so richtig selbstmordig war, glaube ich. Ja, man weiß nicht. Wurden sie von dem Kult, von der Sekte, in der sie sich beide befanden, wurden sie getrieben? Haben sie was zu verbergen? Wurden sie vielleicht wirklich nur beseitigt? Die waren beide vollgepumpt mit irgendwelchen Drogen? Oder? Ja, die waren alle besoffen, ja. Besoffen, also was wir auch, in 2 Stunden auch sein werden, haben die schon hinter sich gebracht. Die haben, glaube ich, aber auch irgendwelche anderen Sachen drin gehabt. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Naja, aber das werden wir herausfinden. Es gibt diverse Leute in dem Dorf, in dem all das passiert ist. Der eine verkauft so Pseudodrogen, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und auch komische Spiegel. Und dann ist da auch noch jemand, der denkt, dass es ein Satanskult ist. Also, es ist alles ein bisschen verwirrend, muss man ehrlich sagen. Noch sind wir nicht hinter das Geheimnis gekommen, aber der Kult, diese Sekte, hat auf jeden Fall was damit zu tun. Ja, die heißt Atlas. Jetzt ganz kurz, jetzt muss ich mal nochmal hier intern rumfragen. Auf welchem Spielstand ist das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht! Es ist, glaube ich, auf diesem Account jetzt drauf. Für den Account haben wir natürlich kein Passwort. Ja? Doch, das ist auf dem Server bei uns. Das wird immer verrückter, ne? Das wird immer ein bisschen bescheuert. Vielleicht ist das hier wieder ein neuer Prank von Daniel Schröckert. Haben wir das so lange vorbereitet und jetzt haben wir hier einen Rechner mit einem Steam-Passwort, dessen Passwort wir nicht haben, weshalb wir das Spiel jetzt nicht starten können. Ja, vielleicht macht dieser Zettel nicht ausmachen oder zuklappen auf dem Laptop. Ja. Der uns geschrieben wurde. Ich möchte nochmal daran erinnern, der Zettel ist ja nett, aber ich möchte nochmal daran erinnern, dass das Ding nicht lief. Wir hatten keinen Ton. Wir können das Spiel nicht 4 Stunden lang ohne Ton machen. Da macht auch der Zettel mit dem Nicht-Ausmachen keinen Sinn mehr. Okay, ich mache einen Vorschlag. Wir haben noch 18 Minuten. Ich will die Zeit eigentlich ungern jetzt verdödeln. Wir versuchen das hier zu regeln. Ihr versucht ein bisschen die wertvollen Werbebotschaften, die wir euch vermitteln wollen, aufzusaugen wie so ein Schwamm. Und dann danach fragen wir euch ab. Das wäre schön, ja. Und öffnen die Flasche Wein. Dann trinken wir die und dann spielen wir vielleicht irgendwann auch Contradiction. Aber das ist noch unsicher. Deswegen seid ihr ja nicht hier. Bis gleich. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Werbung noch übrig. Ein bisschen noch. Heißt das jetzt Nein? Ich glaube, das heißt einfach, dass die beiden Regieleute hier sind. Solltest du nicht eigentlich in der Regie sein? Okay. Gut. Okay, was ist noch passiert? Lass uns mal weiter aufführen, genau. Was haben wir denn rausgekriegt? Haben wir überhaupt einen Verdächtigen?
Ja, diese Atlas-Leute natürlich, im Allgemeinen sind die. Das ist der generelle Verdacht, ja. Und auch ja. Der Oberboss ist ja so ein alter, gammeliger mit schimmeligen Zähnen und so ein ganz schlimmer Typ. Moment, den Raketenbohnen-Account, den kenne ich, aber das war nicht der eben. Nee, den benutzen die doch beim Dingens. Okay. Ja. Den Raketenbohnen-Account. Und wir brauchen ja leider den Safe halt. In Leipzig. Auch, ne? Deswegen hat Tim das extra auf dem anderen Account heute gemacht. Dem, der da gerade den ihr gelöscht habt jetzt. Es ist wirklich so bescheuert, wie wir es gerade hier, so wie ihr es seht, so ist es auch. Die stehen auf einfach die stehen unkoordiniert auf dem Server stehen auf jeden Fall die Passwörter. Ja, aber weißt du, welcher Account das war? Das war Gaming Beans 2014. Vier? Können wir das eventuell irgendwo anders regeln? Statt in der Live-Sendung. Naja. Da wäre mir sehr recht. So. Okay, lass uns mal weiter drüber reden. Diese beiden Atlas-Leute. Wir haben ja zwei von denen kennengelernt und die waren beide ein bisschen suspekt. Der eine hat die ganze Zeit getrunken, obwohl Trinken nicht erlaubt ist auf dem Gelände. Und sie sehr darauf schwören, dass bei ihnen ja Alkoholgenuss verboten ist. Ja. Und hat dann immer alles so ein bisschen. Der macht ja. Ah ja, die haben sich, verstehen sich aber auch nicht so gut. Der Vater und Sohn. Vater und Sohn hassen sich. Typische Vater-Sohn-Verhältnisse. Der eine macht heimlich Musik und der Vater dem gefällt das alles nicht. Heimlich Musik. Ja. Der Verrückte. Ja. Und die sind sich auch nicht, die finden sich auch nicht so ganz gut. Es ist so der Klassiker. Der Vater ist, glaube ich, einfach traurig, dass der Sohn nichts kann. Ja. Und der Sohn will natürlich seinem Vater nacheifern und will einfach nur mal in den Arm genommen werden. Ja. Und dann willst du auch mal in den Arm genommen werden? Können wir nachher. Hilft dir das? Das irgendwie? Du machst das gut, Gunnar. Das ist nicht ganz so schlimm. Auch ganz gut. Das mit dem Penis und so, das kriegen wir auch noch eine Lösung. Das kriegen wir wieder hin. irgendwie einen Rübenacker hole ich dir so eine alte Moorrübe. Binden wir da mit so einem Kabelbinder. Binden wir die da dran. Und dann läuft das, ne? Das fällt gar keinem auf. Oh, Steam läuft. So, Steam läuft schon mal. Jetzt ist nur die Frage, welches Steam? Das Steam, das Steam mit den richtigen Spielständen. Dann sind wir noch reingelaufen in eine Kultsitzung, wo alle Masken trugen. Oh ja, das war komisch. Und was verbrannt haben. Ja. So, das war alles ein bisschen strange. Jetzt haben wir auch Ton. Ja, und wunderbar, wir haben Ton, alles läuft. Wir können hoffentlich jetzt auch Subtitles laden. Subtitles können wir uns schon mal anmachen. Load Game One. Ha! 9 laden Uhr. Geht, wusste ich doch. Das Fenster bitte zu, ist nämlich echt kalt. Untertitel und an. Never go full screen. Und jetzt gucken wir uns das Meeting mit Lisa an. Ging doch. Vielen Dank, Leute. Ihr habt den Abend gerettet. Jetzt öffne ich erstmal den Wein hier, du. Gut, und ihr schaut. Und alles läuft über den Laptop und können wir vorne anfangen. Und ihr schaut euch noch mal kurz das letzte Gespräch mit dieser latent verrückten Lisa an. Inspector Jenks, I'm investigating an incident in the village. I wonder if I could ask you a few questions. What sort of incident? I'd rather come in and discuss it, if that's all right with you. I promise I won't take long. Thank you. I'll just go in here, yes? I have to go out in a minute. Es zwei. Oh, ich oh look, zwei, I think I'm about later. I might not be here. What did you want to ask? I just wanted to ask you, did you know Kate Vine? No. Right. Well, I heard that you're familiar with Atlas, the life skills training company. Ich habe ein bisschen Angst hier. What do you want to know about Atlas? Vielleicht können wir das Bild im Bild ein bisschen kleiner machen, dass man den Text lesen kann. Nur so ein kleines Stück nach da. So would anyone. Now why do you say that? Because they're devil worshippers. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich hier gleich alles voll sauer, wenn ich hier so. Worshippers. They're making demons. Ach ja, genau. Das passt ja auch zu diesen Prying Mirrors oder so, diese schwarzen Scrying, in dem man angeblich einen Geist sehen kann. You can see them. Alter. Soll ich dir helfen, Gunnar? Alter, was hast du denn mit dem Ding gemacht? Einfach nur ziehen jetzt. In the mirrors. Nice. Mirror. You can't get rid of them. Nee. Doch. Stay inside you. Natürlich nicht. Bin doch nicht bescheuert. How did you get rid of them? I didn't. You still see them. Ah ja, die guckt jetzt so dumm in den Spiegel, ja. I just don't look. I put all the lights on. Make sure it's all bright. I put them on
when I need to look in the mirror. If I make sure everything is bright, I just see myself without seeing the other person. Who is the other person? She's like me, but older. It's like her eyes sink in. She's all wrinkled, with a wrinkled mouth. Like she's dying. And then I realize I'm her. I'm not me anymore. I'm her. I'm sorry, I have to go now. I'm sorry. I'm sorry. Ja. Okay, das war also die relevante Szene. Wollen wir direkt erstmal mit unserem Chief reden? Ja, vielleicht bringt er uns wieder ein bisschen auf. Das ist der coolste, sollten wir machen, ja. Und zwar gehen wir dazu hier hin. Und da ist die Phonebox. Chief, bit more news. It turns out Emma was with Liam on the night he died, and she thinks she caused him to commit suicide. She made fun of him, mocked him as part of the course. Nice of her. Why did she do that? Requirement of the course, apparently. To say something offensive. It's meant to encourage free thinking. Interesting opinion. And I suppose the Rams just think that's what, par for the course or something like that, do they? Well, Paul wasn't too bothered. He claims he didn't know Emma, so couldn't have predicted what she was going to do. That doesn't wash. What does Emma say about him? She does not like him. Really doesn't like him. So she must have known him well enough. How well did he know her? He claims not very well. Well, make sure he's telling the truth. Oh, I've got a cup of coffee to make. Coffee? Yeah, okay. Thanks, Chief. Right. Ja. Wieder mal den Chief genervt. ja, aber das war ja auch noch eine interessante Info eigentlich. Ups, nee, Moment, erstmal wieder alles lernen. Ich bin noch nicht so ganz drin wieder. Ich weiß noch gar nicht, was wir jetzt gerade machen müssen. Na, wie immer, wir haben jetzt ein paar neue Info-Schnipsel. Sind die nicht hier? Wo ist denn? Nee, das sind die Tipps. Inventory, genau, hier sind hier auch die Gesprächsthemen, die wir haben. Red Torch. Ah, siehst du, wir haben Lisas Accusation, Vandalized Car Photos, das sind die von dem Sohn des Gründers. Ach so, das war nur die Taschenlampe, okay. Also ja, brauchte ich bisher nicht. Ich dachte irgendwie, ich habe noch eine Fackel gefunden. Ach ja, genau, und der alte Besitzer oder der alte Chef des Kultes hat auch mal irgendwo Leute geklaut, das haben sie auch. Genau, das hier, die Monarch-Costumes, da ist die Maske her und wir haben schon einige Widersprüche in den Aussagen aufgezeigt. Vor allem von den alten Herren, ja. Ja, der lässt sich auch nicht so einfach, der lässt sich nicht so festpinnen irgendwie, der findet immer irgendeine Ausrede. Wir gehen gleich ans Restaurant. A few more questions, if you don't mind. Doch, gleich mal gucken. Da ist nämlich noch was. Have you ever come across anyone interested in or involved with the occult? As in black magic? No, why? Atlas don't use occult techniques or anything like that? Atlas? Not unless Ryan's got a secret he's not telling me about. Why, who's been talking? Just a line of inquiry. Okay, thanks. Das haben wir, glaube ich, alles, ja. Ja, trotzdem. Es gab doch auch einen Farbcode, oder? Für Dinge, die noch nicht gefragt wurden. Sieht auf jeden Fall, also rot bedeutet, braucht man nicht fragen. Grün ist. Okay, gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen grün und nicht grün. Okay, dann lassen wir es erstmal. Thank you. Probably be back later.
gucken mal kurz, ob da was los ist. Ey, wir sind der schlechteste Kunde. Wir gehen 20 Mal hin, um einmal irgendwann was zu essen. Man muss aber auch sicher gehen. Man weiß nie. Okay. Wir gehen weiter die Straße lang. Wir gehen weiter die Straße lang, ja. Hier wird irgendwann auch was passieren. Die haben doch diese Sackgasse nicht ohne Grund rein. Nee, da müssen wir auch irgendwann Town Hall. Da findet sicher irgendwann so eine Art Meeting nochmal Meeting, statt, ja. Wo sie wahrscheinlich entscheiden, dass sie mich jagen. Und also uns jagen und töten. Das wäre natürlich krass, wenn wir am Ende sterben oder sowas. Na, zumindest glaube ich, dass uns die noch mal, dass die uns alle noch mal versuchen werden, irgendwie. Ich denke schon, dass sie uns versuchen werden, umzubringen. Naja. Have you ever heard about there being devil worship at Atlas? Devil worship? No. Definitely not. Who said that? It's just something I heard. Okay, thanks. Schade. Ja. Yeah. That's all for the moment. Thank you. Wirklich schade. Aber ich wette, Simon hat noch eine Idee. Der hat sich auch nicht mehr gemeldet, ne? Die treulose Tomate. Am Anfang ist er noch in den Chat gekommen, als wir gespielt haben. Mittlerweile ist er so berühmt geworden durch dieses Spiel, dass er sich hier nicht mehr bieten lässt. Ja, einmal wurde es ja bei uns verschoben und da war er, glaube ich, ein bisschen angepisst, dass wir ihn dann so kurzfristig abgesagt haben. Ja, dabei lag er schon nackt mit Margarine eingerieben vor dem Chat. What do you know about devil worship? Devil worship? Where? At Atlas. At Atlas. Devil worship at Atlas? No, there's none of that. Okay. Die haben alle nicht so viel Ahnung. Das ist ja aber auch Be back later on, if that's okay. Eine seltsame Behauptung. Finde ich. Ja. Also von wegen, ja, Teufels und Begründung ist, dass sie irgendwelche. Naja, vielleicht bist du. Vielleicht ist das Problem bei dir. Maybe it's a you problem. Gehen wir alles immer schön ab. Man weiß ja nie, wann man hier auf jemanden trifft. Ich freue mich schon wieder auf den ganz hinten, auf der anderen Seite wieder. Ja. Der immer so gequält guckt. Ja, der hat keinen Bock. Den findest du doch am besten, hast du gesagt, ne? Ja, ich mag den. Ich meine, es wirkt auf jeden Fall wie der Einzige, der keinen Dreck am Stecken hat, außer dass er Drogen anbaut und verkauft. Und diese Spiegel macht er ja auch. Ja, aber die Spiegel, ich meine, das ist ja Kunst. Ja. Naja, der bringt die Geister nicht in die Spiegel. Ja, das stimmt. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Wer hätte gedacht, dass wir hier nochmal hinkommen? Ach genau, und alle Teilnehmer der Kurse kriegen so eine Puppe, die sie dann verbrennen müssen. Oder haben wir das schon gesagt? Ah, ja, eine stimmt. Puppe, die sie aufladen mit ihrer ganzen Energie, Negativenergie oder stellvertretend für Sachen, die sie nicht mögen. Und dann werden die verbrannt rituell. A few more questions, please. Thank you. So, fragen wir doch mal den Chef. Has devil worship ever been part of the course, Ryan? Am I correct in assuming that you have spoken to Lisa Blint? You would be. She's been telling me all about the Atlas obsession with Satanism, Ryan. Then if you've met Lisa Blint, then you will have worked out for yourself that she has a very vivid imagination. She also has psychological problems, diagnosed psychological problems, as a matter of fact. So where did she get the idea that you lot were devil worshippers? I really have no idea. The girl is insane. She's frightened of her own shadow, bless her. She actually thinks that demons are possessing her even now. You really can't trust a word she says. So you are saying there has never been any devil worship at Atlas? I don't even know what devil worship is, Inspector. It's not something I particularly know anything about. I certainly don't recall anyone ever having worshipped the devil at Atlas. We even tried to help the poor girl by paying for some treatment, but she didn't want it. Really? It's not easy to offer someone help when they think that you're the problem. Ja, sieht selbst ein bisschen aus wie so ein Schauspieler, der gut den Teufel spielen könnte, finde ich. Ja. Der hat irgendwie sowas Diabolisches. Ich finde, er und sein Vater haben beide was. Wenn die beiden zusammen der Teufel sind, würde mich auch nicht wundern. Okay, hier hat er aber schon recht viel erzählt, also über sie, ja. Mhm. Und das passt ja auch eigentlich hierzu. Kurz noch mal gucken, vielleicht gibt's da eine Contradiction. These. Ah. Oh yes, that's my old car. It was vandalized. I took those for the insurance company. Where did you find those? At the pub. You know who did this? Yes. A girl called Lisa Blint.
She was on the course, very strange girl. And why did she write the words devil worshippers all over your car? Well, she was a very strange girl. Ach so, ich dachte, er sagt jetzt keine Ahnung. Ja. I'm not entirely sure, Inspector. She took a dislike to the course for some particular reason. I couldn't quite put my finger on it. And she asked for a refund. I declined. And she decided to spray her disapproval all over my car. Odd thing to spray, isn't it, though? Devil worshippers? Well, she was a very odd girl, Inspector. Maybe she thought it was a way of getting back at us. I have no idea. Did Rebecca know about it? Well, yes, she did, but I wasn't about to unleash Rebecca on her. She can be quite fierce sometimes, you know. And I mean, the girl wasn't vindictive. She had psychological problems. She lives in the village, actually. The run-down house at the end of the lane. Can't miss it. Really? Right. Thank you. Dass sie uns auch hinschickt zu ihr, ist auch ein bisschen komisch, ne? Ja, stimmt. Der hat uns wirklich direkt hingeführt. Kurz mal schauen, ob hier irgendwo ein Widerspruch lauert. Doesn't know why Lisa wrote devil worshippers. Na gut. Ist eigentlich. Ja. Nee, oder? Kurz nochmal gucken, ob hier noch was ist. Ach, shit. Ich hab das Gefühl, als ob wir hier nicht weiterkommen mit dem. Mit dem Typen nicht, ne? Okay, that's it for now. Thank you. Sind wir in die Lounge oder in den Reading Room? Ne, wir sind in die Lounge gegangen. Ja. Auch okay. Nichts los. Schnell vorbei der Kurs. Aber vielleicht ist unten noch mal was bei den DVDs. Also runter und dann da, wo die Kisten liegen. Ja. Ach, es gibt auch noch den Hausmeister, der angeblich diese CD, die mit dem belastenden Material, die uns abgenommen haben soll. Uns hat nämlich jemand überfallen. Okay, mal, ach so. Ach, Entschuldigung, das war raus. Entschuldigung, ich wollte. Ich dachte, man kann sich nochmal die Schubladen ansehen. Genau. Machen wir nochmal. Da ist auch nichts Neues, ne? Da kann man nur wieder die gleiche DVD reinmachen und wieder so. Ja, nee. Die gute alte Atlas-DVD. Ja, wirklich. Interessant. Der Fall ist an einer Wegscheide angelangt. Links könnten wir nach Hause gehen, rechts könnten wir einfach knallhart den Fall weiterverfolgen. Hier könnten wir das Spiel weiterspielen, da könnte man in die Werbung gehen. Schwierig. Entscheidung, Entscheidung. Was machen wir? Wir überlassen es euch.